Herzlich willkommen zu einem weiteren Mukbang meinerseits. Heute gibt es Salat mit Bohnen, also Bohnensalat, grünem Salat. Und das Ganze habe ich mit so einem Salz-Pfeffer-Asia-Dressing gemacht und ein bisschen Essig und Öl dazu. Schmeckt super lecker. Ich habe natürlich schon probiert. Und auf der anderen Seite haben wir traditionell deutsche Schupfnudeln mit Sauerkraut, Speck und Zwiebeln angebraten. Und ja, ich habe verdammt viel Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und ja, Kali, ich habe die Schupfnudeln, die habe ich gekauft. Also, I bought the Schupfnudeln, but the rest of it, I did it by myself and the salad is also done by me. And I would say, bon appetit. Wir starten gleich rein. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eine Süß-Sauersoße habt, tut sie zum Salat dazu. Der Salat schmeckt grandios. Oh. Lecker, lecker. Ich zeige eben mal für alle Zuschauer, das sind Schupfnudeln. Wer sie nicht kennt, so sehen die aus. Die sind einfach Potato Noodles. Das sind Kartoffelnudeln. Und eben mit deutschem Sauerkraut. Oh, da ist schon was abgestürzt. Lecker, lecker. Und ein Berg voller Salat. Das heutige Video wird übrigens am Mittwoch hochgeladen, weil heute kommt eine Review. Ich werde wahrscheinlich Durian Mochis reviewen. Durian ist die Stinkfrucht. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Ist ganz wichtig, die Schupfnudeln anbraten mit Zwiebeln und Speck. Hinterher dann das Kraut dazu tun, dass es richtig schön im Kraut schwimmt und die Schupfnudeln den Krautgeschmack aufnehmen. Himmlisch. Yeah, man, it reminds you what you picked out earlier tonight. Oh my god. Carly, what is your favorite German food then? Oh. Kraut everywhere. Ay, ay, ay. HTLL is so happy when he's eating. Einfach wunderbar. Zu den Mengen kurz. Wir haben hier 500 Gramm Schupfnudeln und ein großes Glas Kraut. Einen großen Kopfsalat und ungefähr ein halbes Glas Bohnen. Also ordentlich was. Oh yeah. Und
Ganz ehrlich, Schupfnudeln sind doch eines meiner liebsten Essen. Ich liebe den Krautgeschmack, diese Säure, das ist einfach himmlisch. Ich könnte darin baden. Und ja, Kalli, du magst Schnitzel. Schnitzel, I'm a big Schnitzel-Fan too. But even better, Cordon Bleu. The schnitzel with cheese and ham in the middle. And yeah, it's like a schnitzel sandwich. Yumiko, you saw me on Bans channel, then I can say Anithyong Hoseyo. Herzlich willkommen. You are welcome on my channel. Yeah, man, it's not morning, we have 1 o'clock p.m., 1 p.m. No, schnitzel isn't some kind of hot dog or cheeseburger pasta. I mean cordon bleu. And cordon bleu is like a schnitzel sandwich with ham and cheese in the middle. This is also a traditional German food. Ask your mother, Carly. I love kraut. Yeah, man. Afternoon, sirs. Maybe you want to see how my salad looks. This is some kind of green beans. With cucumbers. Yeah, man, my favorite cuisines is the German cuisine. And I do not have curry here. But yeah, I loved Chinese or the Asian food as well. Ah, Kali, but this is Hungarian food, goulash. Nochmal herzlich willkommen für alle, die eben eingeschaltet haben. You are welcome all. And again, typical German kraut with Schupfnudel, a potato noodle. Oh, und die sind richtig schön angebraten, schön dunkel. I love it. Replay Red 88 wünscht mir einen guten Hunger. Ich danke dir vielmals und herzlich willkommen. Akali, habt ihr keinen Kebab in Kalifornien? Do you not have Kebab in California? I thought Kebab is everywhere, even in the States.
But yeah, man. And Carly, you both are from California. I thought California is the organic center of the United States. You can buy a lot of organic food there. They have really good food. Isn't it a true fact or is it wrong? Yumiko, try schnitzel and try Schupfnudeln. This is really good. Schupfnudeln, some kind of potato noodles. And what else you should try? Again. Here. Oh, no, here. Here's my cam. What else you should taste in Germany? Yumiko, test potato salad, a traditional South Bavarian or a Bavarian potato salad. You will love it. It's made with some kind of ham and pickles and potatoes. Do you even have German bread there? I thought bread is the rarest thing to find in the States. German bread. Ah. So most stuff is being grown in the Bay Area and LA. Okay. German Daily. Kali, what is German Daily? I never heard of it. German Daily. Daily, as a German Daily, I link it with India because of the city Daily, New Daily. What is it? Yeah, man, the flavor of the kraut and the potato noodles, it has a sour flavor because the kraut is fermented over, I guess, some months, and yeah, they have an extreme sour flavor and very salty because the ham, which is in the pan, which is made in the pan with the other stuff, is really sour. Salty. The kraut is sour. Hi. Daily Market is some kind of German supermarket. Now I get it. Yeah, man, this is a really nice German dish. And this is my secret tip for everyone who visits Germany. Try Sauerkraut und Schupfnudeln. I don't know if there's the right time to buy this stuff,
But normally you get it everywhere on the Weihnachtsmarkt. And yeah, I don't know. I eat it the whole year. Maybe it's some winter food. And Carly's asking, do you use a lot of spice called Maggi a lot in Germany? Yeah. Let me explain it like this way. If you are guest in a friend's house and they serve soup or some other stuff and you ask for Maggi, then everyone is angry because it's some kind of insult some others, because Maggi has a strange own flavor and everything you use, everything for what you if you use Maggi on something, it has this Maggi flavor, and this is normally the rescue for all foods which aren't good. I hope this explained what or I hope you get what I mean. My English isn't the best, I'm sorry. The bad Maggi. Maggi destroys a lot of foods. And again, I show you the crowd. Here we are. This is so tasty everywhere. The little pieces of ham. Oh, yeah. Hello, man. Ah, so sour and salty. Meine Zunge wird richtig trocken. My tongue is getting dry. Ay. Oh my god, the salad is such a big portion. My all-time favorite food, German food, is Sauerbraten mit Klößen. I love it that much. Tell me, what is your all-time American favorite food? That's something I would love to know.
If you mean this, yeah, man. Yes. Eine Servierplatte. Carly, write a comment below the next video on my channel and I will answer you. I can promise it. And my right camera is trolling me. Warum trollt die mich jetzt? Oh Mann. Jetzt sind wir wieder auf Sendung. So, in and out. Do they serve special burgers? Blommy Ride Meow Fried Catfish. This is some interesting food. Steel Mitch, hey bro, what's up? I'm not a liar if I'm saying I do not know most of the fast food chains you're talking about. I do not know Buffalo Chicken Wing. I do not know Wingstop or In-N-Out Burger, I'm sorry. Are they made the burgers right in front of you so everyone is fresh? Steel Mitch, no. Normally, mukbang every Wednesday on my channel. And this one is for Wednesday, but I have to do it now because I'm not able to do it on Wednesday. But it will be revealed or... it will shown up on Wednesday. Andrew 89, which one do you mean? You mean this or you mean this? I can show you this. Oh, this is some kind of potato noodle with ham and sauerkraut. Ryan Dillo, fuck you too, welcome. Steel Mitch, I'm just for studying there. I'm a origin Bavarian. A Bavarian native. But I do not wear Lederhosen. I guess a lot of people expect that. Mm.
Andrew 89 both. So in this one, as I said, we have potato noodles with German sauerkraut. The potato noodles are traditional German dish. And we have ham. And on this side we have green bean salad with normal salad and some cucumbers. And I add some Asian sauce to it, so we have slightly an interesting sweet sour flavor, but I love it. On Kali S. Ja, yes, I also play video games, but mostly I play Battlefield 4 and 1 and some StarCraft and some League of Legends, but I do not like League of Legends that much. Und herzlich willkommen, wie es wohl schmeckt. Dankeschön. Schmeckt. Ryan Dillon wants to know if I can play video games. Oh man, I do not know. I play video games, but I do not want to stream it. Ryan Dillon, natürlich kann ich Deutsch. Ist eigentlich auch ein deutscher Stream, aber heute überwiegen irgendwie die englischsprachigen Zuschauer. Wir haben viele Amerikaner gerade da. Andrew 89, thank you. I will enjoy it. This is one of my favorite foods, so hell yeah, man. I love it. Natürlich, ihr dürft mich alle auf Deutsch fragen. Ich werde auf Deutsch antworten. Stell dir die Fragen auf Englisch, antworte ich auf Englisch. Und fängt jemand an, auf Russisch zu fragen, werde ich versuchen, auch auf Russisch zu antworten. Französisch dasselbe. Und ja, Ryan Dillon, ich esse gerade Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck. Der Speck und die Schupfnudeln, die habe ich angebraten mit ein paar Zwiebeln und das Sauerkraut aufkochen lassen und dann dazugegeben, vermengt und nochmal aufkochen lassen. Damit haben die Schupfnudeln den Krautgeschmack. Auf der anderen Seite haben wir grünen Bohnensalat mit normalen Blattsalat, Eisbergsalat, Gurken. Das Ganze mit ein bisschen Essigöl und eine Asia-Sauce. Ich habe eine süße Asia-Sauce noch dazu getan. Einfach für den Geschmack. Und das ist richtig geil. Yeah, man. See you later. Thanks for watching. Und Steel Mitch. Strasbourg hier. Как дела? Replay Red 88. Sie tut mir auch leid, aber sie hat auch Kraut gegessen. Könnt ihr mir glauben. Küchenchef schreibt Mahlzeit, da freut sich der Darm. Allerdings, meine Mutter hat schon immer gesagt, Kraut putzt den Magen aus und wenn man zu viel Kraut isst, habe ich auch schon gemacht, dann tut es auch richtig weh, dann hat man Magenschmerzen. Ich denke, die Portion ist noch human für mich. Die packe ich. Ryan Dillon, ich kann kein GTA spielen, ich habe kein GTA, tut mir leid. Und Steel Mitch. Oh. Thanks for subbing to my channel. Danke für subscriben. Welcome to the army of food lovers. Hell yeah. Also Steel Mitch, ich kann unter die Leute, ich verstehe es gar nicht. Mein Magen macht das anscheinend super mit. Und wie es wohl schmeckt, hat morgen eine Superleitung, da freue ich mich.
dann klappt es auch mit dem Stream, mit Full HD hoffe ich doch. Und meine rechte Kamera spackt schon wieder. Mann, regt mich auf. Stilmitch fragt, wo hast du Russisch gelernt? Ich habe 5 Semester Russisch in der Uni belegt. Und naja, ich kann es jetzt mehr schlecht als recht, habe ein B2-Zertifikat sogar. Kali S. fragt, are you a Pokémon fan? Yes, I'm a Pokémon fan. I played it since the beginning, but the last weeks I struggled a bit because the air is gone. In Germany we say the Luft ist raus. I lost the passion for it. Und wie es wohl schmeckt, hat eine 40.000er Leitung. Ja, da sollst du aber eigentlich streamen können. Allerdings, es kommt nicht auf den Download an, sondern dein Upload muss gut sein. Ich habe 6.000 MB Upload und kann gerade so in HD streamen. Steel Mitch, ich bin wie gesagt nur am Cardio machen bisher. Krafttraining wollte ich eigentlich Ende der Woche starten. Jetzt fahre ich erstmal zu den Eltern und nächste Woche definitiv. Du fragst noch, ob ich die kyrillische Schrift beherrsche. Doch, die kyrillische Schrift beherrsche ich und das ist lustigerweise sogar das Einfachste am Russischen. Die habt ihr, wenn ihr euch da hinsetzt, die Zeichen auswendig lernt, das Alphabet lernt, dann könnt ihr das nach 2 Wochen. Anfangs tut ihr euch sehr schwer, das in den Kopf reinzukriegen, wenn ihr was lesen wollt. Das klappt dann irgendwann und irgendwann könnt ihr auch Texte flüssig runterlesen. Boah, wie es wohl schmeckt. Respekt, da hast du eine ordentliche Leitung. Da steckst du meine Leitung 3-mal rein, so ungefähr. Ja, da sollte es aber abgehen. Da freue ich mich eigentlich, ehrlich gesagt, auf deinen ersten Stream. Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob ich da sein werde. Ich fahre zu den Eltern jetzt für eine Woche und dann bin ich auf der CeBIT für 2 Tage. Und ich werde dann wahrscheinlich auch ein Video von der CeBIT machen. Ich habe schon so ein paar Ideen, aber schauen wir mal, was ich überhaupt dort gefilmt bekomme. Ja. Wow, Carly S., you have a really good connection as well. Hell. I thought I have a good connection, because I have glass faser. I do not know the English term for it, but hell. Steel Mitch, die Klausuren waren eigentlich recht gut. Mal schauen, was bei rausgekommen ist. Ergebnisse trudeln immer so nach 2-3 Monaten ein. Ja, leider, man kann nämlich nicht planen. Oft geht das Semester los und du hast noch gar keine Ergebnisse. Also ist Uni halt. Die CeBIT ist in Hannover. Ich glaube, die ist jedes Jahr in Hannover. Und ich bin 2 Tage auf der CeBIT und ich habe sogar einen keinen Standardbesucherausweis. Ich werde also dort sein, wenn die Pressevertreter und alle drin sind. Und ja, vielleicht treffe ich auch andere YouTuber und kann mit denen irgendwie so sagen, hey, ich bin HCLL, sag mal meinen Namen oder sag mal, wie cool mein Channel ist, machen irgendwie sowas. Das wäre natürlich lustig. Mal schauen, was sich ergibt. Und wenn alles super läuft, dann werde ich das Catering der CeBIT vielleicht ein bisschen antesten für euch. Mal sehen. Vielleicht gibt es einfach zu viele Innovationen und ich zeige euch nur ein paar coole Innovationen, die mich vom Hocker hauen. Und das wird gar nicht so food-related sein. Da werden mich wieder 10.000 Subscriber verlassen, aber scheiß drauf. Ich mache, worauf ich Bock habe. Und
Ja. Ah, Little Mouse, this is your Twitch account. Welcome. Hm. Steelmitch, wenn du mich siehst, komm einfach zu mir her. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Dann können wir natürlich auch ein Foto machen. Foto, Autogramm. Autogramm. ja, alles, was du möchtest. Was man in der Öffentlichkeit machen kann. Wir können vielleicht auch ein Bierchen zusammen trinken, wenn du das möchtest. Ja, wie es wohl schmeckt, 90 Kilometer, dann liegt es an dir, dass du auf die Cebit kommst. Und, eieiei, jetzt mal unter uns, heute struggle ich wirklich. Der Salat ist, obwohl er mit Süß-Sauersoße gemacht ist, ich habe ja noch normalen Essig rein und der ist wirklich sehr sauer. Also, Steelmitch, kein Ostbier natürlich. Wir sind ja in Hannover und in Hannover sollte es auch was anderes geben, nämlich anständiges Bier. Herzlich willkommen für alle weiteren Zuschauer, die eben eingeschaltet haben. In Summe haben wir jetzt 19 Leute auf dem Stream. Hallihallo. Little Mouse, no, my girlfriend ate already. I cooked for us and then I built up my studio and doing stuff and she ate already because she didn't want to have a cold meal. I had it in a pan, so I heat it all the time. And the salad doesn't need to be heat. Mmm. Wie es wohl schmeckt, also an sich, hätte ich schon mal Bock auf ein Treffen, aber mit der Cebit wird es schlecht, wenn du nicht zur Cebit kommst zum Treffen, wegen einem Treffen, weil ich bin als Vertreter der Universität dort und bin dort die ganze Zeit, denke ich, eingespannt. Ich kann zwar drüber laufen und so, aber ja, habe ein paar Dinge zu tun auch. Ich weiß, die Messe ist riesengroß. Der Salat ist ultra sauer. Ich glaube, das erste Mal, dass ich gefailt habe, ich lasse meinen Salat zurück. Ah, Nakama 5858. Nice to have you here. Welcome. Yeah, long time no see. Nice having you here. Welcome. Today I have Schupfnudeln. German potato noodles with kraut and ham. This is the rest of it. You are really late, but the video of it come on YouTube on Wednesday in the evening.
Voilà. Oh, no problem, Nakima. It's okay. So, and I would end this because the salad is so sour and I'm not able to end it up. Er ist einfach zu sauer. Das wird heute nichts mehr. Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Schaut auf meinem Channel vorbei. Heute Nachmittag, beziehungsweise heute Abend um 7 oder um 7, 7,5, 8 kommt eine Durian Mochi Review. Seid gespannt. Und ansonsten folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube natürlich. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Schaltet dann noch zahlreich wieder ein. Ich habe euch lieb, euer HTLL. Bye, bye.